So, jetzt wollen wir mal was zu diesem Bild hier links von mir sagen. Das ist von dem großen englischen Künstler Patrick Hughes. Und Patrick Hughes ist irgendwann auf die Idee gekommen, dass er das Phänomen des invertierten Raumes oder auch der hohlen Maske für seine Kunstwerke nutzt. Und wenn Sie jetzt hier an diesem Bild mal vorbeimarschieren, dann gucken Sie mal hin, was da für eigenartige Dinge passieren. So, Sie gehen einfach schön drauf los und plötzlich stellen Sie fest, dass der ganze Raum sich zu bewegen scheint. Und es ist ganz unglaublich, aber wahr. Und das Rätselhafte an diesem Bild, es ist ein sogenannter invertierter Raum. Also der Raum ist verkehrt rum. Unser Gehirn kann das aber nicht so richtig wahrnehmen, deshalb macht es dieses eigenartige Bild eines nicht invertierten Raumes. Und wenn Sie jetzt etwas näher rangehen, dann können Sie den Betrug, ich nenne es mal Betrug, erkennen. Das Bild heißt Andy, weil es einen Blick in einer Bildergalerie zeigt mit Bildern von Andy Warhol. Und Patrick Hughes macht immer ein großes originales Öl. Das kostet dann die unendliche Summe von 100.000 Dollar. Und dann gibt es 30 Siebdrucke. Und wir haben einen solchen Siebdruck, gibt es in der 30er Auflage, wie gesagt, und haben nur ganz wenige Leute, weil das Großteil der Objekte gehen direkt nach Amerika.